Willkommen bei CSR Automotive. Es geht weiter mit unserem Mini. Wir haben schon die Sachen vorbereitet. Projekt Mini, ihr wisst ja, letzter Stand war, glaube ich, die Folierung. So, und jetzt gibt es was Geiles. Ein Heckspoiler. Ein Heckspoiler, genau. Und der ist nämlich was ganz Besonderes, nämlich. Und zwar, der ist geschlossen. Oftmals hat man ja das Problem, dass die Leute gesagt haben, oh, von unten sieht man die nicht so coole Seite, weil so ein Kunststoff hat ja eine nicht so coole Seite. Das wäre so hier. Ne? So, und da haben wir nämlich dann gesagt, gut, das können wir natürlich lösen, das Problem. Wir sind ja kreativ. Und jetzt machen wir das Tiefziehteil, also das Produktionsteil so, dass wir auch einen Schluss unten haben. Und das Ganze haben wir dann auch noch folieren lassen. Also unser Foliendesign ist hier entsprechend fortgesetzt. Sauber gemacht? Sauber gemacht ist schon, genau. Am besten Waschanlage, anschließend noch mal ein bisschen nachwiedern. Fettfrei, schmutzfrei, ist klar. Ja, und dann ziehen Sie mal kurz mit dem 3M Reinigungstuch noch drüber. Im Übrigen sind diese geschlossenen Spoiler jetzt auch für viele andere Fahrzeuge erhältlich. Einfach mal in den Shop schauen. Genau, hier haben wir dann wieder das Trägerband hier mit so einem kleinen, ja in dem Fall war das so ein Tesabändchen hier, schon mal vorbereitet, damit wir das Trägerband sauber und in Ruhe abziehen können. So, kurze Passprobe. Das solltet ihr im Übrigen immer machen. Kann ja sein, dass man mal das falsche Teil ins Paket packen oder was auch immer passiert. Und wichtig ist natürlich, gerade beim Heckflügel, dass der da nicht irgendwo dagegen stößt. Beim Klappe auf und zu machen. Deswegen einmal hier kurz festhalten und die Klappenfahrt machen. So. Ja. So, und da mal gucken, ob das irgendwo dagegen stößt. Das wäre nämlich nicht so cool. Aber schaut super aus, ne? Ja. Und wir haben ja hier auch eine schöne Antennenaussparung. Perfekt. Gut, machen wir das Ding wieder zu, dann tun wir uns leichter. Den schon mal leicht andrücken. Jo, und dann kann man mal ordentlich drauf drücken. Genau. Mal wichtig ist, dass hier kein Wind runterkrabbelt, das ist immer recht wichtig. Passt gut? Ja. Klebt gut. Und jetzt ziehen wir das letzte Band noch weg. Der schließt das hier unten noch ein bisschen ab. So. Er ist allerdings jetzt nicht so dramatisch, der muss jetzt nicht so fest anliegen. Ganz wichtig sind die zwei Klebebänder hier im vorderen Bereich. So, Heckflügel ist dran. Finn schaut ganz geil aus. Der Schwarz Hochglanz passt gut zu dem Dach hier. Genau. Wir haben hier unser Foliendesign fortgeführt. Und ganz wichtig, ganz neu, auch für viele andere Fahrzeuge, unten geschlossen, unten auch im gleichen Design. Wie ihr gesehen habt, geht einfach zu montieren. Das ganze Ding hat eine ABE. Viel Spaß dabei. Und jetzt kommen dann noch weitere Folgen mit den anderen Anbauteilen. Wie ihr wisst, der Mini wird so richtig fett zugeplastet, sozusagen. Also, bis demnächst. Zuschauen, abonnieren. Bye.